Köpfe und Konzepte. Die saarländischen Spitzenkandidaten live im Frühstücksclub. Mit Wettermüller, Programmdirektor Uwe Loll und dem Spitzenkandidaten der SPD, Heiko Maas. Schönen guten Morgen an den saarländischen SPD-Chef und Spitzenkandidaten Heiko Maas. 42 Jahre ist er jung, hat Jura in Saarbrücken studiert, geboren in Saarlouis und ist seiner Heimatstadt wohnlich verbunden geblieben. Wie denn, Herr Maas? In einer 20 Quadratmeter Wohnung oder in einem 10-Zimmer-Haus? Nein, ich wüsste gar nicht jetzt, wie viele Zimmer wir haben. Das ist aber ein ganz normales Haus mit, glaube ich, 140 Quadratmetern Wohnfläche. Wir sind zu viert, zwei kleine Kinder, die freuen sich, wenn sie auch ein bisschen Auslauf im Garten haben. Also ein typisches, kleines, saarländisches Einfamilienhaus. Sie sind ja verheiratet mit Corinna. Ist das eine Sandkastenliebe? Nee, das kann man jetzt so nicht sagen. Wir haben uns Mitte der 90er Jahre kennengelernt, haben uns vorher nicht gekannt. Und wie das halt so ist, man lernt sich kennen, man verliebt sich, man heiratet, man kriegt Kinder, man hat eine Familie. Sie haben ja zwei Jungs, Jasper und Janis Calvin, sehr schöne Namen, wie ich finde. Wir hatten die ausgesucht. Die haben wir zusammen ausgesucht, wobei wir uns bei dem ersten bei Jasper nie so richtig geeinigt hatten bis zur Geburt. Und als er dann auf die Welt kam, kam irgendwann der entbindende Arzt und wollte dann dieses Bändchen um den Arm legen und hat dann gesagt, wie soll er denn heißen? Und wir haben uns nicht geeinigt und wir mussten uns dann innerhalb von ein paar Minuten dann im Kreissaal sozusagen auf den Namen einigen. Das hat dann der Arzt moderiert, aber es hat geklappt. Der Kleine heißt jetzt Jasper. Wir reden gleich mit Heiko Maas darüber, was die Menschen auf der Straße zu ihm gesagt haben. Wir haben uns mal umgehört. Gleich. 7:03 ist es. Guten Morgen am Dienstag mit dem Radio Salü Frühstücksclub. Heute bei uns zu Gast Heiko Maas, SPD-Chef und Spitzenkandidat. Was die Saarländerinnen und Saarländer zu Heiko Maas einfällt, hier kommen die Antworten. Er strengt sich an, er bemüht sich, hat nur die Erfahrung nicht in der Führung. Der will die Firmen retten, macht einen sehr sympathischen Eindruck. Die Aussagen sind mir zu flach. Und unser Saarland Sozialregieren, sowieso 3/4 von unserem Haushalt geht in die Sozialhilfe und ähnlichen Quatsch. Heiko Maas finde ich nicht schlecht, aber ich befürchte, dass er dann irgendwann zusammen mit der Linke zusammenkommt. Ist auch ein sympathischer junger Mann. Ja gut, diese Leute sind vielleicht dafür da, um ein bisschen was zu verändern. Gefällt mir ganz gut. Er könnte noch etwas brillanter reden lernen. Einfach aussagekräftiger, einfach auch ein bisschen rhetorisch. Er müsste stärker rüberkommen. Lieber Heiko Maas, die eine Dame sagt, Sie sollten besser reden und dynamischer rüberkommen. Wir haben mal einen Passus einer Rede rausgesucht, den haben wir Schuhgeschäft getauft. Den fanden wir sehr gut, weil da haben Sie sehr schön geredet. Hören wir mal rein. Vor kurzem ist nach George Bush auf einer Pressekonferenz mit einem Schuh geworfen worden. Alleine wegen der Grundschulschließung im Saarland müsste man nach Müller mit einem ganzen Schuhgeschäft schmeißen. Denken Sie sich sowas selber aus? Haben Sie Redenschreiber? Wie läuft das? Das habe ich mir wirklich selber ausgedacht und das ist auch meistens so, ich rede meistens frei, also nur mit ein paar Stichworten und das muss man dann selber machen. Es gibt natürlich Mitarbeiter, die sowas mit vorbereiten, die Zahlen, Daten, Fakten zusammenstellen, aus denen man sich dann bedienen kann, aber was man dann im Ergebnis sagt oder wie man es formuliert, das mache ich immer selber. Jetzt sind wir ja schon bei der Bildungspolitik. Bildung ist Ländersache, ist ein großes Thema hier bei uns im Wahlkampf. Sie haben in der letzten Woche sicherlich auch den Aufruf einer Elterninitiative gelesen, die gesagt haben, 70 Schulen werden noch in den nächsten Jahren schließen. Daraufhin hat Ministerpräsident Peter Müller, der gestern hier bei uns zu Gast war, gesagt, das ist eine Gespensterdebatte. Ja, das habe ich schon mal gehört. Das war 5 Tage vor der Landtagswahl 2004. Da haben wir diese Frage auch gestellt, weil wir gehört haben, dass dort Schulschließungen anstehen. Der damalige Kultusminister Schreyer hat dann gesagt, die CDU hat keine Pläne zur Schließung von Grundschulen in der Tasche. Nach der Wahl sind dann mittlerweile über 100 Grundschulen geschlossen worden, also da denen glauben wir an der Stelle kein Wort mehr. Wir wissen, dass wir in den kommenden Jahren 25% weniger Grundschüler haben, 30% weniger Schülerinnen und Schüler auf den weiterführenden Schulen. Und wenn das Schulordnungsgesetz nicht geändert wird, dann wird in den kommenden Jahren auch im Saarland massive Schulschließungen anstehen. Das wollen wir nicht, denn der Effekt ist einer, wenn die Kinder aus den Schulen, die geschlossen werden, verlegt werden auf die Schulstandorte, die übrig bleiben, werden die Klassen größer und größere Klassen bedeuten weniger Qualität in der Schule. Das ist das Letzte, was die jungen Leute brauchen und deshalb muss man Schulschließungen verhindern und deshalb wollen wir das Schulordnungsgesetz ändern, dass es eben nicht zu diesen Schulschließungen im großen Stil kommt. Können wir denn heute mitnehmen, dass Sie Schulen wieder aufmachen werden, die schon geschlossen sind? Wir werden das Schulordnungsgesetz so ändern, Grundschulen müssen einzügig sein, weiterführende Schulen zweizügig, das heißt bei den Grundschulen gibt es auch die Möglichkeit, diese wieder zu öffnen. Es gibt auch welche, die sich schon bei uns gemeldet haben, etwa aus Beden, Kirberg,
aber auch aus Rappweiler. Also da gibt es auf der kommunalen Ebene viele, die sich Gedanken machen, sowas wahrzunehmen. Und wenn am Schluss die Frage ist, wie viele Schulen macht der Mars wieder auf und wie viele schließt der Müller noch, dann trifft das ziemlich genau den Kern der Sache, worum es jetzt geht. Wir haben die Menschen draußen mal gefragt, ob sie am Sonntag zur Wahl gehen, denn die Wahlbeteiligung wird eine nicht unerhebliche Rolle spielen in ein paar Tagen.